Alan O'Neill ist tot. Der in Irland geborene Schauspieler, der den meisten Menschen als Hook aus der Dramaserie Sons of Anarchy bekannt ist, wurde nur 47 Jahre alt. Das berichtet das US-Portal TMZ, beruft sich dabei auf Behördenangaben. Mittlerweile bestätigte auch sein Manager Greg Meyer gegenüber Variety den Tod des Schauspielers. Demnach fand O'Neills Freundin seinen leblosen Körper Mittwochnacht im Flur ihres Apartments in Los Angeles. Angeblich litt der Schauspieler unter chronischen Herzproblemen, war ein starker Raucher, aber auch für Alkohol- und Drogenmissbrauch in der Vergangenheit bekannt. Woran O'Neill starb, ist noch unklar, die Todesursache soll nun eine Autopsie klären. Ein Verbrechen schließt die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt aus. Neben der Serie Sons of Anarchy spielte Alan O'Neill auch in Filmen wie Orgel, Porsche ohne Limit 2016 oder Shadow Dancer 2012 mit, war auch in der britischen TV-Krimiserie Gore Gently, der Unbestechliche 2009 zu sehen. Zuletzt wurde er als Gastmitglied des kommenden Horrorfilms Carly Lives, The Family's Return, angekündigt.